Stellt euch vor, wir wollen das beste Restaurant in Düsseldorf testen, gehen in einen Supermarkt, fahren eine Rolltreppe runter und essen 3 Stunden lang, lassen am Ende einen Haufen Kohle da. Ob sich das gelohnt hat, seht ihr jetzt. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt von dem, was heute passiert ist. Wir waren nämlich im besten Restaurant in Düsseldorf, dem Setzkasten, einem Michelin-prämierten Restaurant. Und ich habe auf eure Ratschläge gehört und habe im Vorfeld keinerlei Rezensionen gelesen. Ich habe nicht einmal geschaut und deshalb machen wir das Ganze jetzt. Könnt natürlich trotzdem unvoreingenommen sein und wir gucken mal gemeinsam rein. Also, Restaurant Setzkasten, Platz 1 von 1371. Wir sehen da oben wirklich verrückte Dishes, die da durchwischen und wir haben 4 Euro-Zeichen. Werden wir sehen, wie teuer mich das Ganze zu stehen kommt. Und 5 Sterne aus 342 Bewertungen. Also wirklich das komplette Kontrastprogramm zu meinem letzten Restaurant-Test, den wir auch undercover gemacht haben, wo wir im schlechtesten Restaurant Kölns waren, natürlich verlinkt. Wir gucken jetzt aber mal in die Bewertung. Also, 1 Stern ist fast eine Beleidigung. Irre. Also nur fürs Verständnis, man kann maximal 3 haben und das haben nur eine Handvoll Restaurants auf der Welt, soweit ich das weiß. Ein Glücksmoment. Moment. Ein toller Abend. Unser Abend in diesem Restaurant war ein Erlebnis. Macht einfach Spaß. Perfekt. Leute, ihr merkt schon, höchste Töne. Wir gucken mal, ob überhaupt schlechte Rezensionen existieren. Also ihr seht es hier, 320 Mal ausgezeichnet, einmal ungenügend. Das will was heißen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, Leute, es ist dumm gut bewertet. Und ob es auch dumm lecker ist, wie man so schön sagt, sehen wir jetzt. Viel Spaß. So, Freunde, wir sind jetzt jeden Moment da und ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Worte verlieren. Ich finde es einfach zu krank. Das ist gerade einfach mein Job so. Und ich fahre um 12 Uhr in ein Sterne-Restaurant essen, um das zu bewerten für euch. Und ich muss einfach an der Stelle mal Danke sagen, auch wenn das ein sentimental ist, aber ich habe es erreicht, wirklich Leute, ihr hört es gerade. Wirklich, das ist sehr, sehr nice. Danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr das möglich macht und an der Stelle auch. Wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, würde ich mir eine große Freude machen. Das zeigt, dass ihr die Wertschätzung für die ganze Arbeit, die jetzt seit neuestem auch noch mehr in die Videos fließt, wertschätzt und es wird nur geiler, Leute. Wir gehen jetzt rein, beziehungsweise erstmal gucken wir uns das Restaurant von außen an. Was schon mal sehr nice ist, wir haben angerufen, haben gesagt, wie sieht es mit Parken aus? Und man kann hier tatsächlich kostenlos parken in diesem Parkhaus. Könnt ihr wahrscheinlich schon denken, es wird ein bisschen teurer insgesamt heute. Aber sowas hat dann noch so einen kleinen Feel-Good-Faktor. Junge, jetzt sind wir hier irgendwo in so einem Edeka. Das ist nicht perfekt ausgeschildert, muss man ja sagen gerade, oder? Da sind wir doch jetzt schon einfach nur wieder. Einmal außen rumgegangen, sind wir eigentlich wieder genau da, wo wir gerade waren. Check's auch nicht, Digga. Halt mal die Kamera ein bisschen unten, ne? Bro, Bro, man muss durch den Edeka. Ja, also, Bro, es ist nicht luxuriös, aber ich könnte mir vorstellen. Wir reden halt von einer Restaurantklasse, wo sich alles unterscheiden muss. So, ne? Vielleicht lege ich das jetzt positiv aus, aber vielleicht ist es für Leute, die sonst halt in den kranksten, teuersten Restaurants essen, übelst geil, dass man so erstmal durch die Gemüseabteilung laufen muss. Irgendwie ist es auch so eine Story wert. Ich finde es irgendwie geil. Ach, da hinten ist durch. Hallo. Wir hatten einen Tisch für 2 Personen. Super. Hallo. Hi. Danke sehr. Ja, schick. Aber wir würden gerne essen tatsächlich. Leckeres Essen. Nee, also es gibt ja 2 Optionen, wurde uns gesagt am Telefon. Wir haben ja den Weg aus Köln auf uns genommen, dann würden wir wohl das Business Lunch dann auch wählen. Ey, das ist das Erste, was auffällt. Die reden wie so Kumpels, ne? Man hat so ein bisschen wohl für Atmosphäre, ne? Ich finde das so ein Meter, Digga. Die Leute da drüben kaufen ja einfach im Supermarkt. Ich find's nicht nice. Ja? Ja. Ich glaube, das ist eine Auslegungssache, ne? Ja. Können wir aber einmal ganz kurz bitte unsere Plätze appreciate? Ja, wir sitzen halt in der Küche. Das ist das Menü. Schottischer Lachs, Bluefin Tuna, US Roast Beef, Butter. 4-Gänge-Menü. Also wir haben sehr exklusiv klingende Zutaten schon mal, ne? Kaffir Limette. Ich hab mich ja auch schon viel mit Essen auseinandergesetzt, aber was ist Kaffee denn? Ah ja, krass, mal Kaffee, das sind so hässliche Limetten. Nee, wir müssen noch fahren. Ich bin sehr fasziniert, ich bin gerade überwältigt von dieser Präzision, die dort auf der anderen Seite passiert. Oha. Okay, was passiert damit? Ja, damit können wir uns jetzt einmal erfrischen vorm Essen. Riech mal bitte dran. Die sind einfach so eiskalt, ja, in Gin Tonic. Okay, das ist schon mal krank, Digga. Eric kommt hier nicht aus dem Lachen raus. Ich will gar nicht aufhören, es zu benutzen. Hallo. Guten Tag. Oha. Dankeschön. Dankeschön.
Digga, also hier ist mal ganz kurz, ne? Das ist nicht im Menü enthalten. Und wenn ich das hier richtig lese, zahlen wir 55 Euro. Digga, ich würde dafür schon 55 Euro zahlen, so wie das aussieht. Man dachte viel, viel mehr, ne? So läuft es mal. Ja, ich muss sagen. Boah, hier musst du dich auch nicht schämen. Ich komme einfach durch den Top klar gerade. Ja, ja, ja. Also wir haben ja jetzt gerade einfach alleine 10 Minuten Erklärung gefühlt für das Ding bekommen. Komm, film mal drüber. Checkst du, man muss nicht mal, man muss nicht selbst machen. Aber ich hab mir schon gedacht, Digga, wo sind die Teller? Man muss nichts machen. Das ist einfach schon aufgepiekst. Ja, guten Appetit, ne? Guten Appetit. Kohlrabi mit Olivenöl. Bin gespannt. Dass ihr die Gazpacho mit Kirschblüten davor schütteln? Digga, das ist ein Erlebnis. Wir haben natürlich auch eine Eintracht-Mus-Sei-Variante zum Begleitung, wenn sowas möchte. Ja, das klingt super. Das klingt toll. Ich würde jetzt schon 6 Sterne. Ich bin jetzt schon sold. Ich sag's dir ehrlich. Ich sag, ey, hab ich noch nicht erlebt. Prost, ne? Mit dem Reagenzglas. Digga, ist unnormal lecker. Bro, das haben wir geschenkt bekommen gerade. Für die drei Sachen hätte ich auch ein 20 gezahlt. Das ist einfach von Aubergine. Und das soll jetzt so schön röstig schmecken. Mh, dieser rauchige Nachgeschmack. Crazy, oder? So melt in your mouth mäßig, ne? Ja. Digga, checkst du das? Wir sind von der Textur, vom Geschmack. Sind wir, bevor wir angefangen haben, unsere Vorspeise zu essen, haben wir schon so eine komplette Journey hinter uns jetzt. Ich freue mich gerade einfach nur. Ich freue mich for real. Das wird richtig geil. Könnte auch so ein klassisches 20-Minuten-Video werden. Dreh gleich mal die Kamera. Dreh einfach mal. Display ist ja eh eingeklappt. Damit die Leute überhaupt mal checken. Dass wir hier in der Küche sitzen. Wir sind gerade for real in der Küche eigentlich. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, so Framing ist, glaube ich, bei so Tests und so eine große Sache. Ne? Aber Bro, wir sind die ganze Zeit am Lachen, weil es einfach so dumm, ja, dumm geil so ist. Dumm. Ne? Klar, 55 Euro für ein Mittagessen ist eine Menge Holz. Ne? Wenn du überlegst, dass du dafür so ein Erlebnis bekommst, so, ich meine, wir stehen gerade am Anfang, ne? Aber wenn du dir das überlegst, ne? Also, ui, danke sehr. Hausgemachtes Brot, eine Tomatenessenz an. Mit Drogen? Ich hab Drogen verstanden. Würde mich nicht wundern bei dem Preis, alles inklusive. Erstmal wieder eine Story. Oh ja, sorry. Gucken, ob das Brot warm ist. Checken. Es ist warm. Klar. Ist übrigens auch noch kein Gang, sondern es kommt auch einfach. Einfach. Na dann. Hat auf jeden Fall so eine Handmade-Optik. Da ist dann so ein Gedicht drin. Kurze Frage mal an dich, Eric. Wie gefällt dir so dein neuer Job bei mir eigentlich? No, it's needed, glaube ich. Ja. Also, wo ich sehr gespannt bin, ich bin ja jemand, der viel essen kann. Du ja auch eigentlich. Ja, ja. Wir satt werden. Wenn nicht satt werden, dann ist es eigentlich scheißegal, wie geil es ist, weil wir müssen satt werden. Boah, ich sag ehrlich, für Leute, die Bock auf Essen haben, Essen zu erleben, geisteskrank. Wir haben die Vorspeise und wir haben fermentierten Pfeffer, Fischrogen, Kohlrabi, Tomatenessig. Bro. Kann ich das ganz kurz für meine Insta-Story filmen? Das Eis wird geraspelt. Okay, du willst jetzt eigentlich schnell essen, bevor es anschmilzt. Ja. Irre Bandbreite auch, ne? Schärfen zusammen mit diesem Eis. Aber die war nur ganz kurz. Warum ist die jetzt weg? Sehr lecker. Das hat wirklich geisteskrank. Ich habe schon viel erlebt, ne? Aber du hast ja auch noch mehr erlebt wahrscheinlich. Wie würdest du es da einstufen gerade? Bro, was ist das schon? Geh mal ganz kurz im Detail an die Lachshaut. Das ist eine kranke Präzision auch, ne? Alles zusammen, ne? Super gut, danke schön. Ja. Boah, ich finde das so irre. Ja, das so gut schmecken. Man muss aber jetzt wirklich mal sagen, das ist nicht was für jeden. Ja, wer Essen nicht zelebriert, für den ist das nichts. Das ist ein Niveau. Ich schwöre, das habe ich selten so erlebt. Ich schwöre, der checkst du jetzt, wie krank eigentlich der Fakt ist, dass es in einem Supermarkt ist. Ich habe das Gefühl, wir können uns ja auch so zum Affen machen. Das ist so clever. So, es geht einfach weiter. Geil, dass es so ein Zweierlei ist. Ja. Dasselbe, aber anders. Ja, und natürlich, die Teller sind vorgewärmt. Also, das überrascht wirklich niemanden. Ding ist einfach nur am Lachen. Digga, wow. Gar nichts. Was soll ich sagen? Also, ihr merkt es, Leute, ich habe wirklich nicht viel dazu gesagt, weil ich nicht kann. Ich muss das verarbeiten. Kein Schnitzel bekommen. Nee, Mann. Ey, ich kann echt nicht mehr viel sagen. Also, for real, und jetzt würde ich gerne mehr bezahlen als 55 Euro. Boah, Digga. Da geht so viel ab in deinem Mund, Alter. Das ist, glaube ich, aber auch for real so ein Ding einfach in dieser gehobenen Küche, die verschiedenen Texturen zu haben. Ja, wir kommen nicht mehr aus dem Staunen raus. Leute, das würde euch nicht überraschen. Wir haben schon wieder irgendwas Neues bekommen. Uiuiui. Wir schicken das gerne so vor dem Hauptgang, bevor es losgeht, noch einen kleinen Gag von uns. Ne? Digga, no joke. Wir haben jegliche Aggregatzustände schon zweimal durchgespielt. Jetzt aber Kimchi in schwarzem Rettich. Mit welcher Präzision dieser Rettich geschnitten ist.
Weißt du was? Ich dachte wirklich, ne, nach den ganzen Videos und so, ich könnte kochen. Ich dachte wirklich, Digga. Ich dachte wirklich, ich kann so ein bisschen kochen. Digga, das ist der krankste Bitch ever. Wow. Das ist zu krank. Zu krass. Also, wunderschöne Farbe. Wow. Vom Sternenkoch selbst angebraten vor unseren Augen. Unnormal. Und das Getränk dazu. Der ich ja auch. Also Maud, ich bin for real sprachlos. Nicht aufgefüllt. Man will ihn nicht angreifen. Danke sehr. Testbestand. Ja. Ich glaube, die hören die Mikros ab. Ich will nicht, dass es aufhört. Ne? Ja, ich fühle dich. Der ist wirklich der perfekte Kontrast zu diesem Restaurant letzte Woche. Von Bro, wir müssen hier weg zu ich will nicht, dass es aufhört. Sorry. Oder? Ja, Mann. Wir haben uns eigentlich optimal eingestimmt auf diesen besonderen Tag. Wenn es nach mir geht, müssen wir keine schlechtesten Restaurants. Nein, Leute, wir werden natürlich auch weiterhin auch die schlechten Restaurants nicht meiden. Wir sind jetzt nicht abgehoben geworden. Wird kommen und wird gut. Wir sind schon seit 2 Stunden da. Freunde, das Ding ist, für 55 Euro, ne, die uns diese bisher 2-stündige Reise gekostet hat. Gehst du einen Abend in eine Bar, im Club, isst was Schlechtes, so schnell davor. Das kannst du nicht vergleichen, Digga. Das ist eine Experience fürs Leben. So. Real. Das erzählst du Leuten. Ja. Und du sagst nicht so, yo, ich habe mir 4 XXL Mojito bei Sausalitos reingezogen. So, das erzählst du keinen. Darum geht's, Digga. Momente schaffen, Momente fürs Leben schaffen. Ah, Inna, du gehst komplett ab. Du springst ja gleich so auf den Tisch und hältst so eine Rede. Danke, danke an euch alle. Wir kommen einmal zum Dessert. Jasminreis als Sticky Rice Version. Daraus besteht der Butter. Eine Buttermilch, Dillsud. Und dann haben wir hier einmal Akzente auch wieder von der Mango als Wippe. Dankeschön. Einfach so aus Respekt verläuft die Soße in so einem kunstvollen Verlauf. Das ist Kunst, Digga. Und natürlich nicht zu vergessen die gepuffte Hirse mit dehydriertem Joghurt. Merkst du auch was? Grün, gelb, grün, gelb, grün, gelb, grün, gelb. Das ist auch das, was der Carsten ja gesagt hat, ne? Ja. Plating. Boah, das ist Plating sein Vater, Alter. Das ist zu krank. Komm, ich probiere den Kopf vom Buddha jetzt. So feine Geschmacker. Dieses Nicht-Klarkommen, das ist so geil. Die Reaction spricht einfach auch für sich. Süß, sauer. Dessert, ne? Hm? Normalerweise ein Tiramisu, bitte. Hier? Ein Buddha, bitte. Ein Buddha, bitte. Das ist vielleicht so 15% süß. Ja, genau, das finde ich auch sehr, sehr gut. 75% andere Sachen. Die machen sich nicht so einfach und sagen so, ja, Zucker, Fett, so. Sondern es ist wirklich so, warte. Abbruch. Es war ja klar. Wir haben noch 4 verschiedene Teller bekommen. Noch Pralinen, Creme Catalana, falsche Olive. Ein russisches Dessert mit Kondensmilch. Ja, asiatisches Dessert, was sehr säurehaltig ist. Und eine Creme Catalana. Essen jetzt auch noch. Bestimmt übertrieben lecker. Bestimmt habe ich noch nie so was Gutes gegessen. Und ich sage es nicht so, weil es nicht stimmt, sondern weil ich weiß, dass es stimmt. Und weil es einfach nur so... Und gleichzeitig? Ja, komm. Komm. So krank. Stopp. Ja, ich darf auch. Boah, Leute, Alter, was war das denn bitte gerade? Ich kann es einfach noch nicht so richtig fassen. Auf der gesamten Rückfahrt, wir haben voll wenig gesprochen, Eric und ich. Wir waren einfach nur die ganze Zeit so, Digga, was war das? Man fühlt sich wie nach einer Massage. Man fühlt sich, als hätte man einen kleinen, aber sehr entspannten Urlaub genossen. Und das ist jetzt alles nicht übertrieben. Ich weiß, das klingt vielleicht krass, aber man muss es selbst erlebt haben. Und ich bin einfach geflasht. Ihr seht meine ganze Rezension gleich noch, aber ich kann nur sagen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also viel Spaß mit der Rezension. Und nochmal, wie am Anfang gesagt, danke, dass ich das machen durfte und erleben durfte. Abseits der Tatsache, dass das Restaurant Setzkasten das Beste in Düsseldorf sein soll, habe ich mich vorab bewusst nicht weiter mit dem Restaurant beschäftigt. So waren wir nach unserer Anreise aus Köln zunächst überrascht, als wir uns nach dem Verlassen des Aufzugs in einem Supermarkt wiederfanden. Nach kurzer Suche wurden wir nach einem Gang durch die Feinkostabteilung des Supermarkts sehr freundlich und entspannt begrüßt. Wir hatten das große Glück, am Chefstable zu sitzen und erhielten so Einblick in die Herstellung unseres Business Lunchs. Sowohl in der Küche als auch bei den wechselnden Kellnern, die uns im Laufe unseres Besuches betreuten, merkte man, dass alle Spaß an ihrem Job haben und zu keinem Zeitpunkt eine angestrengte Stimmung herrschte. Doch nun zum Essen. Neben den 4 zu erwartenden Gängen wurden wir so oft aus der Küche gegrüßt, dass wir nach unserem Aufenthalt eigentlich sehr gute Freunde sein müssten. Ich habe nachgezählt,
Endeffekt, es waren insgesamt 5 Vorvorspeisen, Grüße aus der Küche und Aufmerksamkeiten. Ich würde an dieser Stelle gerne einzelne Gänge hervorheben, aber kein Gang stand dem anderen in Geschmack oder Raffinesse nach und die Menüplanung verwob alles so ineinander, dass das große Ganze uns wunschlos glücklich zurückgelassen hat. Wir haben kulinarische Höhepunkte erlebt und einen angenehmen Mittag in einer entspannten Atmosphäre genossen. Das muss einer der besten, wenn nicht der beste Restaurantbesuch gewesen sein, den ich je hatte. 5 von 5 Punkten. Das war's jetzt aber auch wirklich, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.